Hallo, hier ist der Ralf von Jütland mit einer Kleinigkeit hier an der Kode S45. Hier bei der Petrolblauer Kode sieht man das ganz gut, aber das gilt für alle Kode-Modelle. Und mit dem Video hier richte ich mich jetzt mal ganz gezielt an den Stefan Reuß von Tortuga. Er ist dafür verantwortlich, wie diese ganze Blätter gemacht wäre, wobei man ihm natürlich zugute halten muss, er ist ein junger Kerle und die Kodeblätter gibt es so schon seit 1952. Es richtet sich aber auch an euch alle. Vielleicht habt ihr eine Idee für den Punkt, auf den ich hier jetzt gleich komme. Und zwar, wenn ich die Kode S45 aufbaue, dann habe ich hier in aller Regel so eine Zeltstange drin. Auf die kann ich auch verzichten, wenn ich hier die Abspanngeometrie richtig wähle. Aber die meisten nutzen doch, dass sie hier eine definierte Möglichkeit haben, diese Stange zum Aufstellen. Wenn ich jetzt die Regelleiche schließen möchte, und zwar das geht über diese Schlaufe und diesen Knebel, dann ziehe ich die eigentlich hier über diese Stange drüber. Ihr seht, es gibt hier eine ziemlich scharfe Kante und ich kriege es eigentlich gar nicht mal richtig zu. Also ich kann das hier mit Gewalt ziehen und kann diesen Knebel hier reinfummeln. Dann habe ich aber hier nochmal, kommt irgendwo Zug drauf, dann habe ich hier ein Loch drin an dieser Stelle. Wenn ich die Stange rausnehme, dann funktioniert das Schließen hier schon relativ besser. Ich habe aber immer noch ein kräftiger Zug drauf. Das heißt, ihr seht es hier, das wird hier zusammengezogen. Wahrscheinlich müsste dieser Knebel hier ein Ticke länger sein, weil ja hier auch noch das Kodeblatt unten drunter, sieht man hier auch schön. Das zieht diese rege Abdeckleiste einfach ein Stück nochmal zurück, bevor es dann hier in die Richtung geht. Ja, alles jetzt so prickelnd, wie gesagt, das zieht es hier zusammen. Solange ich keine Stange verwende, geht es. Wenn ich die Stange drunter stelle, kann ich jetzt auch im Geschlossenen nochmal tun. Dann seht ihr, wie diese Stange hier drückt. Ich kann das natürlich auch hier rausfummeln. Das geht dann auch, das erhöht der Zug nur noch mal ein Stück und es sieht einfach nicht schön aus, weil es staut sich hier, der Wind kann gut runtergreifen und ich habe hier, also für mich habe ich hier noch keine Lösung gefunden und ich, 1978 war ich zum ersten Mal mit so einem Kodeblatt unterwegs. Seither behaupte ich, ist das auch noch nicht so schön gelöst. Und ich hatte jetzt eben kürzlich, werde immer mal wieder von Leuten angesprochen, wie das denn ist, wie man das denn richtig macht. Ich würde mal sagen, ich kann es gar nicht richtig machen. Ich muss mir das irgendwie zusammenfrickeln. Also entweder muss ich in Kauf nehmen, dass es mir hier ein Loch reinreißt, oder ich nehme in Kauf, dass es alles nicht so richtig sich hinzieht. Oder ich lasse diesen Knebel auf und dann flattert die Eich hier so ein bisschen in der Gegend rum. Das ist zumindest mal das, was der Planer am wenigsten schadet, wenn ich die Regelleiste an dieser Stelle einfach auflasse. Ja, mir fallen auch nicht so richtig viele Lösungseinsätze ein, außer dass ich sage, ich mache die Regelabschlussleiste etwas kürzer. Ich ziehe die quasi hier rüber und spanne die dann zu diesem Knebel hin. Das wird sie vielleicht sogar aufgehen, wenn die Schlaufe hier wäre, dann hängt nur dieser Zipfel hier so unpassend rum. Oder ich mache hier noch mal vielleicht eine Öse rein, dass ich hier noch mal über die Öse drüber komme. Dann wird das auch gut aufgehen und die Regelabschlussleiste wird sauber sitzen. Das wären so meine zwei Lösungsvorschläge, die ich hätte. Vielleicht springt der Stefan drauf an und überprüft mal seine Schablone für die Produkte, ob er da nicht noch 10 Cent investiert oder ob er diese Schlaufe ein bisschen anders annäht. Wie gesagt, also die eine Variante wäre, diese Schlaufe hier an dieser Stelle anzunähen. Es bleibt mir allerdings dieser Stoffstreifen, der mir an der Stange stört, oder einfach nochmal eine Achteröse.
an der entsprechenden Stelle, dass ich hier diese Regelleiste schließen kann. Ja, ihr seht, nicht viel passiert in diesem Video, aber auch so diese Kleinigkeiten sind es, die mich beschäftigen und wo ich gern eine Lösung dafür hätte, weil das wird es nämlich alles etwas einfacher machen und es käme zu weniger Verwunderung, wie ich diese Regelleiste richtig abschließen kann hier unten. Insofern sage ich Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen und sage Tschüss, euer Ralf von Jodeland.